ziehen. Hier hinten sind noch türkische Temperaturen, da bist du gewohnt. Wo hinten? Ja, ja. Weil ich Südländer bin. Ja. Blöd, dass ich hier geboren bin. Ah, jetzt kommst du wieder so. Blut alleine reicht da nicht. Wie man will. Herzlichen Glückwunsch. Alter. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. Wir fahren jetzt zu Yasin, holen uns ein SEC ab. Und viele Teile hat er schon fertig. Einige, ja. Sprit haben wir dabei? Ja. Gut, er hat mir schon ein, zwei Bilder geschickt. Der kann nicht ruhig bleiben. Ja. Hat aber wieder schon wieder rumgemotzt. Nicht zufrieden, oder? Na, der eine Kotflügel vorne wäre breiter wie der andere. Und dann habe ich gesagt, gestern Abend. Mhm. Dann habe ich gesagt, versau mir doch den Namen. Und ich sehe es doch morgen sowieso. Ja, aber guck mal, voll, da ist er breiter. Habe ich wieder blockiert. So, wir fahren jetzt los. Wir müssen mal nachher ein Selfie machen. Wie wir im Bus mit einer Trennwand drin sitzen. Und alle drei nebeneinander. Bei 36 Grad im Schatten. Ohne Klima. Nico, Nico. Ja, Nico. Was Nico denn? Schnell, schnell, schnell. Ja? Ich weiß schon warum. Ihr habt jetzt Handwerker, komm, auf. Ach, wo hast du Handwerker? Handwerker raus. Oh, jetzt hat er Handwerker, Finger weg. Busse sind mir am allerliebsten. Du hast nicht bei Evobus beworben? Oder DHL. Nur der Schaltknüppel würde ich nicht hier unten, sondern ich würde ihn verlängern. Hier oben. Ich weiß nicht, ob man das reinkriegt, Alex, alle drei zusammen so. Nee, gell? Meinst du? Nico, fällt dir was auf? Ja. Was denn? Gut lackiert und du hast die alte Haube drauf gemacht. Ist die neue Haube neu da? Hey, hast du alle vier Felgen mal bei dem Auto draufmontiert? Nein. Nicht, dass er die Spurverbreitung getauscht hat. Vertauscht? Ja. Das ist ja vorne schmaler, hinten breiter, oder? Nicht, dass er die vielleicht die Breiten auf der einen Seite gemacht. Kannst du das mal reinschneiden? Den Kotflügel und den Kotflügel? Weil die Seite ist schmal, die Seite ist breit. Aber hinten nicht. Hinten ist auch breiter. Ja, ein bisschen, ja. Die Seite ist komplett breiter. Die Seite ist jetzt komplett breiter. Wenn du aus dem Nier guckst, siehst du, guck mal. Von hinten rein. Wir haben sogar Eis mitgebracht für alle. Mm. Hey, die Scheiben müsst ihr halt noch putzen, weil wir die Scheiben nicht mehr aufgemacht. Was müssen wir putzen? Aber die Scheiben müsst ihr noch putzen. Mit, putzen? Mit der Stahlwolle, ja, den Lack weg. Du bist mit Stahlwolle mit? Ja, ich gebe euch mit. Und gibt es jemanden auch mit, der putzt? Ich halte die Kamera. Ja, ja, das kriegen wir hin. Ein Spielglas ist kaputt. Glas? Ja, ja. Dann braucht man das gebrochen. Und wie findest du? Ist gut, sieht gut aus. Schwarz halt, ne? Aber ich glaube halt, das Zusammenbauen bei dem ist nicht so easy. Ja, okay. Zusammenbauen ist bei dem Auto wirklich wie ein neues Fahrzeug zusammenbauen. Ja. Also, viel Spaß bei dem Auto zusammenzubauen. Vielen lieben Dank. Warum? Weil das Auto nicht. Ich weiß von meinem Auto. Weil du wirst auch alle Dichtungen auch nicht mehr reinmachen. Ich wollte gerade sagen, du guckst die Teile an. Wie ich zuerst gesagt habe, wir gucken ja uns alle Dichtungen mal an und dann bestellen wir die Dichtungen, die wir wirklich brauchen. Ich werde auf alle Fälle jede Menge Dichtungen vergessen einzubauen bei dem Auto. Was Standard ist bei dem Auto. Da sind so viele Dichtungen alleine unter der Leiste. Es sind so viele Lichtdichtungen, nicht nur eine, es sind mehrere überlappt, was weiß ich. Wo keine Ahnung, wo die hinkommen nachher. Bei mir war es aus, ich habe es in der Hand gehabt. Wer die bei uns rausgebracht, die Dichtung? Die waren doch drin bei uns, als man gebracht hat, oder? Wer hat die Dichtung? Das war der Alex, glaube ich, oder? Chromfabrik mit den schwarzen Leisten. Die Leisten, ja. Die vordere. Was sieht das drin aus? Die vordere habe ich lackiert, weil die Beulen drin waren. Was hast du lackiert? Das Chrom von habe ich lackiert. Ja. Weil es erstens nicht mehr wegging, weil es verrostet ist. Ja. Und die Beulen dann gleich weggemacht. Okay. Und hinten haben wir es weggeschraubt, da sind auch ein paar Schrauben abgebrochen, weil es alles verrostet ist. Wo? In der Chromleiste. Weißt du, Motor und so. Wo ist die Chromleiste? Drinne. Die wir abgeben müssen. Also von 30 Schrauben sind es vielleicht 10 abgebrochen, sozusagen. Ja, aber die muss man ja noch elektrieren. Ja. Muss ja noch Ding bringen, den Grill muss man noch bringen, muss man noch schwarz lackieren, die Motorhaube. Der ist doch da. Den haben wir gebracht. Hast du schon wieder mitgenommen, weil er auch kaputt war. Hast du vergessen? Nee, den anderen habe ich da mitgebracht. Nein, du hast einen mitgebracht, wo der entlackt hat, wo der doch schon blank war. Ja. Der war ja kaputt. Hast du schon wieder mitgenommen. Ach so. Es entwickelt sich zum Arschlochauto wieder. Ja, ich glaube, so die ganz alten Baujahre, die sind nicht so easy. Nein, es ist einfach. Ein Kotflügel beim Vorbereiten ist eigentlich abgebrochen. Das haben wir ja wieder hingeschweißt. Das ist abgebrochen. Ja, das haben wir wieder hingeschweißt. Also, wenn wir da mal langsam machen, ja.
Sollen wir die Haube nicht lieber ein bisschen rüber tun? Die berührt schon am Kotflügel hier. Sollen wir die nicht abmontieren? Und weglassen? Gleich. Ja, sind. Machen wir sie gleich weg. Komm. Nein, machen wir Papier rein. Machen wir Papier rein. Man montiert die Haube nicht weg, montiert sie weg, wenn du die andere Haube drauf machst. Warum? Das dann weißt du was. Dann weißt du, was du da machen musst. Wenn du sie jetzt erlegst, kriegst du nicht mehr zusammen. Das sind schon mal gute Dinge, gell? Alles. Deswegen zerlegst du erst, wenn die Haube da ist, mach die andere Haube. Oder zerlegst selber, dann weißt du, wie es dann zusammen kommt. Oh, was ist denn das für ein Sturz, was der da hat, ne? Der hat voll den komischen Sturz, gell? Der ist ja halbwegs gerade, ne? Mhm. Nee, naja, es hat schon viel Sturz. Nee, ich meine aus Spur. Ach so, ja. Ja, okay. Oh. Oh, Fensterhebermotor rechts ist auch kaputt. Da war ich doch da. Ja. Ja, rechts habe ich auch gehabt. Rechts, glaube ich. Ja. Rechts. Alter. Ich dachte, das wird ein Video, wo wir jetzt hier uns freuen. Hey, das haben wir alle gemacht, ja. Oder? Das ist unser Kofferraum. Die Leiste unter dem Kofferraum. Ja, sollte schon, ja. Sieht man eigentlich nicht, aber egal, das schickst du mit den anderen Plastikteilen damit. Das nimmst du mal mit und dann schickst du eine Ladung, welche noch was da gibt. Ich sehe schon kommen. Vor allem, das ist wie lange her, dass wir den zerlegt haben? Gut, Babi, ganz ehrlich, das auch zusammenzubauen ist schon gefickt. Ah, und noch eins. Ich habe den Tankdeckel verloren. Was hast du? Verloren. Der Tankdeckel. Der Tankdeckel hier. Der liegt doch drin. Nein, der hier. Aber der von 190 passt auch. Noch was? Nein, alles ist fertig. Ah, und die Stoßstange Abschlepphaken. Hallo, Stoßstange Abschlepphaken, habe ich dir auch geschrieben, wo das ist. Habe ich dir Video geschickt. Nee. Doch, wo ich die Stoßstange bei dir abgeholt habe. Ich habe gesagt, das Ding fehlt. Die Abdeckung? Ja. Wo ist die? Ha? Die war da. Ja, aber nicht bei mir. Die Abdeckung haben wir noch mitgebracht. Das Gitter meinst du jetzt? Ja. Das hat doch der Ding mitgebracht, der Alex. Ja, ich hab's. Diese Metallplatten und diesen Grill hier. Ja. Das da hier fehlt. Das habe ich dir aber auch im Video schon geschickt, wo ich das Ding noch nicht mal ausgepackt habe. Wo ich noch einen Bus drin habe, das Ding fehlt am Schuhstange. Guck deinen Videoverlauf, WhatsApp-Verlauf. Wo waren das? Wen doch die Dinger? Der Alex hat die doch mitgebracht, da waren noch so zwei Blechteile dabei, die du zum Montieren brauchst. Oder war das für den 190er? Nee. Es war für den. Und da war dieser Grill dabei, aber den habe ich dir zum Lucky mitgegeben. Ich habe doch die Schuhstange abgeholt. Ja? Bei dir, in der Folie. Da habe ich dir schon gleich ein Video geschickt, dass das Ding nicht drin ist, wo das ist. Guck doch dein WhatsApp-Verlauf, Video. Wo sind die Nebler? Im Kofferraum. Oh, es wird ein Akt jetzt, das Ding. Da, wo ich die Stoßstange mitgenommen habe, bevor ich es ausgepackt habe, habe ich dir gleich ein Video geschickt, dass das Ding da vorne fehlt. Ja, wer weiß, wo das jetzt ist bei uns, ne? Das finden wir. Das Ding, wenn es. Und die fehlt. Blechteile? Blechteile? Für? Für die Stoßstange, Befestigung. Da waren ja noch so zwei so Blechteile dabei. Was sind Blechteile? So Metallteile. Aber normalerweise stehen die zwei Schrauben hier jeweils. Ja, nee, da war unten. Noch was drunter. Da kamen ja die zwei Stoßstangen und die Schweller und die zwei Blechteile und der Grill. Die Blechteile, meinst du die Blechteile? Nein! Stoßstange wird hier reingeführt und da geschraubt und fertig. Jetzt tun wir mal Sprit rein. Ja. Und dann lassen wir ihn mal laufen und dann fahren wir ihn mal hoch und dann gehen wir mal zu uns und dann gucken wir uns das mal an, was wir alles noch an Teile da haben. Wenige zwei Boxen davon, ne? Die Plakung muss man noch festkleben nachher. Wir machen das in Zukunft so, Justin. Wir bringen dir ganze Autos. Und du holen auch ganze ab. Ja, und holen ganz wieder ab. Warum? Ist, glaube ich, für uns billiger. Wie wenn wir hier einen Monat rummachen. Ich mache ein Jahr rum nachher. Ja, jetzt. Komischerweise, also das erzählt jetzt was von ein Jahr, aber komischerweise ist es so, dass der, ich weiß es, dass der am Freitag das Auto zerlegen lassen hat. Am Samstag vorbereitet, dann hat er ihn am Sonntag lackiert, am Montag zusammengeschraubt. Ja. Welches Auto war das? Was für Auto? Freitag auf Montag war das Auto fertig. Ich schaffe nicht am Wochenende, kann alles sein. Schon mal gesehen. Das war fertig, innerhalb 3-4 Tage war das Auto fertig. Das war nur Fotomontage wahrscheinlich. Nein. Entweder der SL, nicht der SL. Doch, der SL oder der 190er. Dein SL. Oh, was kostet so eine Expresslackierung bei dir, Yasin? Was für Expresslackierung? Ja, so eine Wochenendslackierung. Bei Nico, wo ich das Thumbnail gesehen habe, wo du so ein Bikini warst, habe ich schon gedacht, so, Alter, den Nico, den musst du schon einmal hernehmen. Bist kurz spitz geworden, ne? Ja, Mann. Bis das Gesicht dann gesehen hat, da war es einfach so scheiße. Abhören, ne? No, ich weiß, kennst du das Gefühl, wenn du weißt genau, was auf dich zukommt? Ja. Yasin! Ja. Pass auf,
du musst unter der Woche ein, zweimal vorbeikommen und uns helfen. Du weißt eher, wo welche Teile verbaut sind. Was? Oder du stellst uns ein Alternativauto, das gleiche Auto hin zum Abgucken. Dass wir zerlegen können und schauen können, wie es war. Im schlimmsten Fall was ab. Also das Auto, was ich euch in Alternative geben könnte, da fehlen auch Teile, deswegen könnte ich das nicht finden. Ich nenne Yasin anstellen für ein paar Wochen. Was? Yasin einstellen? Ja. Das will keiner. Stimmt. 500 Euro pro Tag. Das Problem ist, dass er immer dieses Chefmodus hat. Hey, 500 Euro pro Tag. Damals 8 Stunden. Wo ich Kabine damals gekauft habe, die Lackierkabine, der Typ, der Ingenieur, was die Kabine abbaut und verkauft, hat gesagt, kannst du die Kabine bitte wieder aufbauen, weil ich krieg das nicht so. Ja. Der so, ja, kann ich machen, aber pro Tag für 500 Euro, wenn ich arbeite. Echt? Ja. Ich so, wie viele Tage brauchst du? Der so, keine Ahnung, 2, 3, 4, je nachdem wie es läuft. Ich so, dann denke ich so, ja, was soll ich machen? Ich muss jetzt anbauen, das ist keine Chance. Und dann aber haben wir es in 2 Tagen zusammengekriegt, hat es 1000 Euro gekostet. Also 500 Euro pro Tag, denn ja, sind 8 Stunden bei uns. Ja. Dürfen wir alles machen mit dir? Bis auf wenn man alles macht. Ey. Da du länger im Geschäft bist, könntest du dann auch hin und her kommandieren, ne? Ich weiß. Auch schon vom akademischen Tag. Übernimmst du die Hälfte? Nee, warte. Warte, als was kommst du? Kommst du als Abteilungsleiter oder was? Ja, als Zellenabteilungsleiter. Du hast ja eine Ahnung von Design. Scheißegal. Ich kann aber das ist Unterschied. Glaube ich öfter als du momentan. Alex, das lässt jetzt drin. Ja, Alex, das lässt jetzt auch wieder drin. Willst du nicht die Haube zumachen, runter? Ja? Die Haube runter. Noch nicht, gerade. Und wie findest du das Auto? Wenn ich das alles sehe, was man da noch machen müssen. Na hier. Ah. Ich verstehe die Japaner langsam. Irgendwann ist deine Kraft zu Ende, weißt du, mit so Baustellen. Hey. Ist zwar schön immer, wenn sie fertig sind, aber bis dahin. Ich hoffe, das ist die letzte, also große und so kompliziert im Prinzip. Nee, da ist noch einen. Ich habe halt Angst davor, weil auf dem Karsun Sucuk war auch einer da, der hat über die Leisten oben erzählt. Welche? Die da oben. Die eluxierten? Ja, und die Dichtung. Da muss man. Und da habe ich Angst. Da muss man. Da habe ich jetzt schon Angst. Alex Chromfabrik, du musst genauso schön dabei sein, wie sie abmontiert das, weil du weißt, wie es geht. Was ist denn das für ein Draht? Zum Scheibe rausmachen. Ja, aber wer wollte die rausmachen? Das ist original drin. Aber? Ja, jo. Plus, minus. Versteck sie. Und dann kannst du rausziehen. Ist nicht gewusst. Ist original. Echt jetzt? Scheibe ist noch original. Ich glaube, wir müssen dann so schnell wie möglich zusammen basteln, weil ich glaube, umso länger der da steht bei uns, zerlegt, umso schlimmer wird's. Ja. Muss ich ja mal inserieren. Zur Selbstabholung. Was? Nee, das machen wir schon. Dann bist du noch ganz sauber im Kopf oder was ist denn los mit dir? Alter? Angefangene Sache machen wir fertig. Bist voll abgehoben, seitdem du so oft irgendwelche Kontakte, Körperkontakte hast im Bett. Nein, das einzige. Ja, Sinn. Nein. Jetzt im Ernst? Ja, ich hab echt. Ist es teuer? Das ist nicht teuer. Ha? Aber ich muss doch lackieren. So ja, aber ich, lass mich doch einmal im Jahr so ein Ding runterreißen. Ja, nächstes Mal will ich neues haben. Dann zieh ich extra das alte. Hey. Aber die Bänder wieder wegmachen. Was ist denn bei den Mitarbeitern? Was zahlst du denn, Alter? Hey Nico, wenn ich dir Geld gebe, kriegst du was zum Trinken? Nee. Was ist, wenn du mir kein Geld gibst? Was ist, wenn du dir kein Geld gibst? Nee, ich auch nicht. Zahlst du dann? Müssen bald los. Hä? Müssen bald los. Der muss Elektrik machen zu Hause. Ja. Falls jemand Elektriker ist im Raum Ludwigshafen, ja. Mannheim. Aber nicht billig. Also bei ihm ist viel zu holen hier. Das wird eine Heimfahrt. Warum? Wenn hier alles flattert. Ja, klar. Wie beim Zahnarzt, der wird es gar nicht merken, dass er auf dem Hänger ist. Schneller rum, wie das begonnen hat. Hey, die Teile noch. Welche Teile noch? Von dem Auto. Ja, dann wo sind sie? Ja, Nico, ich weiß, du hast auch noch die Kamera im Kopf. Alter. Komm. Ah, Erlkönig.
Alex, Chromfabrik. Einmal schwarz elixieren, bitte. Wieso hast du nicht gleich lackiert? Guck mir, geht nicht. Nicht? Ich hab meine. Und was ist, wenn du vorher entlackst? Ja, nein, das geht mit dem Chrom runter machen. Dann soll das nur entlacken, oder? Genau, machen. Ich hab meine damals pulvern lassen. Was heißt pulvern lassen? Das ist meine, hab ich damals pulvern lassen, schwarz. Aber das muss ja vorher strahlen. Ja, meine habe ich damals abgegeben, hab sie gepulvert. Aber da hebt ja kein Pulver drauf. Klarlack hält, aber Ding nicht. Die sind halt schon. Entlacken einmal, Alex, bitte. Also wir gehen jetzt hin. Nico. Ich liebe das, so Zwangsjacke, kennst du die? So. Nico. Ja, okay, jetzt sind wir dreimal nicht weiter. Und dann jetzt ab in den Ofen, gell? Ja, muss klar das spritzen. Wie viel Grad hast du da drin? 36. Ja gut, da ist gut. Da ist er besser als der Kühler wie draußen. Ist er klimatisiert da drin eigentlich? Nee, da ist die restliche Wärme drin. Wir hauen ab. Irgendwie freue ich mich diesmal nicht über die Abholung. Und mich ja auch nicht. Micha hat es gerade vorhin gesagt, warum wir das Auto jetzt anfangen zu hassen. Was heißt ja hassen? Ungern was machen wollen. Weil der war schon so oft auf dem Trailer. Ja. Blechverbreiterung, Karosserie-Reparatur, Lack, Fahrwerk, Abholung. Das ist immer, wenn du oft ein Auto auf dem Trailer holen musst. Gut, aber was halt Vorteil ist, er läuft. Sag mal ein Auto, wo nicht ohne Trailer hergekommen ist von euch. Mein Vater ist ein Auto. Ja. Ja, aber das kommt davon, wenn man selber zerlegen muss und wenn der Herr den nicht zerlegen will. Dann dauert es ein Jahr, Auto zusammenbauen, zerlegen. Wir hauen ab. Also. Dankeschön. Mach jetzt gut. Nico. Was ist? Hast du eilig? Ja. Er ist eilig. Er muss heute Funken übertragen. Ja. Heute springen die Funken. Das ist sowieso bei ihm momentan. Was ist? Lachst du nicht? Ja, Abmoderation, komm auf. Was denn? Abmoderation. Bei uns jetzt. Geht's ja weiter. Ja, aber er muss. Aber da geht's ja noch weiter halt, oder? Ja, du sagst jetzt hier tschüss, komm, mach. Achso, mach jetzt gut. War ein FIFA-Turnier für Zuschauer? Können die Zuschauer überhaupt FIFA? Sozusagen ganz besser spielen als die. Nein, das nicht, aber wie viele spielen FIFA? Soll ich fahren? Nö, fahr's, alles gut. Sitze ich wieder in der Mitte. Die Gummisitze, gell? Heiß wie der Teufel. Wie in der Hölle. Lehn dich mal an. Ich bin schon. Ich bin halt Südländer, mehr wie du. Warum haben wir jetzt so einen Hass auf das Auto? Weil wir genau wissen, wenn ihr fünf. Also gerade so 126er Coupé spezialisiert seid, meldet euch bei uns, kommt mal zwei Tage auf ein Praktikum vorbei. Wir schrauben zusammen und haben ein bisschen Spaß. Aber vorher muss man noch die Dichtungen checken. Das machen wir morgen, jetzt ist heute Feierabend. Wir checken morgen die Dichtungen, die Teile, was wir alles brauchen und bestellen die, dass man dann an. Das muss man wirklich in ein, zwei Tagen zusammenbauen. Müssen wir. Ansonsten Ewigkeiten. Also, bis später. Hast du unsere neue Batterie? Ja, aber was ist das? Wir haben verschiedene Auslaufstellen für die Bremse. Ja, eine Bremsleitung. Sprit. Ja. Was haben wir noch? Wasser nicht. Wasser nicht. Wasser nicht. Ne? Wasser und Öl nicht. Das ist gut. Schon mal was, ja. Ja, mag sein, dass wir gestern ein bisschen enttäuschten Eindruck gemacht haben bei Yasin, aber wir waren gestern auch voll am Sack. Und wenn du am Sack bist und denkst, okay, jetzt holst du ein SEC ab und dann kommt der Yasin und sagt, das müsst ihr noch machen und das müsst ihr noch machen und das müsst ihr noch machen und das brauchst du neu. Und ja, und wir haben jetzt auch unterwegs geredet, also es ist jetzt schon ein Tag später, wir haben unterwegs auch zurück geredet, dass wir ja wirklich hergehen müssen und das Ding, wenn wir anfangen, in zwei Tagen zusammenzusetzen oder drei Tagen, ja. Aber am Stück, weil immer wenn du davon wegkommst, wird das nichts mehr. Jetzt was wir heute machen, heute setzen wir noch nicht ganz zusammen, heute machen wir, checken wir mal alle Teile, mal holen wir raus, auch hier Inventur, haben wir alles, was fehlt uns, gerade Dichtung, es gibt Dichtungssätze, die kannst du gleich fertig kaufen. Bisschen günstig, gell? Ja, einmal alles. 69 teilig war das 2.500 Euro. Und das werde ich definitiv nicht tun.
Weil wir haben auch sehr, sehr gute Dichtungen dabei. Wenn eine kaputt ist, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Die holen wir neu. Aber jetzt gucken wir mal, was wir brauchen. Und dann holen wir uns wirklich diese Dichtungen neu, die wir wirklich brauchen. Das war jetzt doppelt gemobbelt, ja. Aber so machen wir. Warum gehst du? Das ist noch morgens. Es ist 9:30. Mhm. Morgens 9:30 in Deutschland. Ich hab noch keinen Knopf aus. Ach so, okay. Gut, wir stellen jetzt ein bisschen um hier. Wir drehen ja heute gleichzeitig noch ein anderes Video nebenher, weil es heute dazu passt. Und bis gleich. Schluss, Nico. Schmeckt der Kaffee? Ja, wir vermissen schon unsere alte Maschine, ne? Was ist da passiert? Die Jura. Ja. Die hatten wir ja auf S-Motorshow zuletzt. Mhm. Und dann ging sie dort auch zuletzt. Mhm. Nicht S-Motorshow, Quatsch, Bodensee. Ja. Und dann haben wir sie ja gelagert gehabt mit den anderen Sachen. Ich habe gesagt, brauchen wir ja bald für PS-Days, brauchen sie gar nicht rausholen. Obwohl ich habe gesagt, holt sie mal raus und tut sie mal bitte einmal komplett reinigen. Hat leider keiner gemacht. Und dann auf der Messe ging sie nicht mehr. Hm. Jetzt haben wir so eine Ersatzmaschine. Das war nicht schlecht, aber du merkst einfach, ja, dass die Maschine die halbe Miete ist. Also wenn jemand Kaffeevertreter ist. Welche haben wir das letzte drüber gehabt? Die Jura? Die Carbon, ja, die hätte ich gern. Das ist meine Traummaschine. Warum? Ich weiß die habe ich ja. Ja? Ja, die habe ich damals. Darfst du eigentlich gar nicht erzählen. Was? Unsere Jura war kaputt. Ja. Und dann bin ich damals mit dem Mike, einem Kumpel aus der Schweiz, zum Mediamarkt gegangen. Mhm. Und ich habe die, wie heißt die Jura, wo wir jetzt hier haben? Keine Ahnung. Irgendeine Jura. So. Die war schon 2-3 Jahre alt und dann bin ich dahin zum Mediamarkt, weil die bei der Reparatur war, unsere Jura. Dann habe ich gesagt, ich bin eigentlich hingegangen, wollte eigentlich ursprünglich nur so Senseo oder so, so mhm. Übergang. Von Senseo wurde dann irgendeine andere Maschine, die dann 300 Euro kostet. Also jetzt, okay, jetzt kaufst du die, ist auch wieder nichts Ganzes, nichts Halbes. Kaufst du lieber die bessere. Warst bei 700, 800. Dann habe ich gesagt, komm, vielleicht brauchst du noch eine Jura irgendwann. Und dann war ich bei der Jura-Abteilung und dann sehe ich das Carbon-Ding. Maximum. Direkt ja. Schock verliehen. Moment, 2600 noch was Euro kostet die damals. Die kosten immer noch viel. Ja? Auch gebraucht. War aber Ausstellungsstück. Vielleicht kennt ihr das ja selber, wenn ihr so einkaufen geht. Dann sage ich, ja komm, dann nehme ich halt, ja, scheiß drauf, dann nehme ich halt die. Und die habe ich da runtergehandelt, weil sie da praktisch stand und ja. 10 Leute schon so gemacht haben. Ich glaube, die habe ich dann für 1,7 gekriegt. Mhm. Ein guter Kurs. Ja. Wo ist die jetzt? Auch da. Hier, hinten? Ja. Okay. Muss man jetzt auspacken und theoretisch. Eigentlich ist es so schade. Die haben auch auf jede Messe dabei gehabt. Ja? Carbon, ja. So ist halt. Das soll es jetzt nicht so hochnäsig anhören, aber es ist ja so. Du gehst dahin, sagst, nimmst das Billigste und dann gehst langsam hoch und kaufst am Schluss genau das, was du eigentlich nicht kaufen wolltest. Was ist eigentlich mit deinem Elektriker? Alles gut jetzt? War der da? Nee, der ist wieder gefahren. Wie? Der ist wieder gefahren. Bist du zu spät gekommen, oder was? Ja. Sprich, ich bin jetzt in einem Haus, in der Wohnung ohne Strom. Nein, gar kein Strom? Nein, das bin ich nicht. Muss neuen Termin machen. Kannst du dann Dings reinstellen, so ein Aggregat mit Benzin? Stellst du das ins Bad? Also wir haben die Schweller, beide Schweller haben wir draußen, Spiegel haben wir draußen, Frontstoßstange haben wir draußen. Räumen wir das Zeug alles mal um, oder? Ja. Sollen wir erst nicht hier die Autos disponieren, weil... Ja, müssen wir ja. Hat er ja gerade gesagt. Alles umräumen, den CLK, den kommt im nächsten Video weg und dann da drüben hinstellen und dann können wir uns ein bisschen breit um das... Oder... Hier rein, meinst du? Zum optischen Zusammenbauen können wir da reinstellen. Ist einfacher da drin. Ja. Aber da muss diese riesen Kiste da weg. Die Kiste muss weg und... Was ist das überhaupt für eine Kiste? Theoretisch der TT muss weg, ne? So, jetzt haben wir die zwei Boxen da draus. Die eine mehr, die andere weniger. Ja. Und jetzt legen wir mal die Sachen dahin, wo wir sie brauchen, oder? Ja, ja. Ich bin echt mal gespannt, ob das was gibt, gell? Boah. Das ist die Ablage. Eieiei. Wie sieht die eigentlich aus? Nicht so scheiße. Nicht so geil. Also sehr scheiße. Ist gebrochen? Ja. Beiden Seiten. Aber gut, das wäre ja kein Problem, das kriege ich mal gepflegt wieder. Auch. Aber beziehen müsste man sie. Scheiße, dass man das jetzt. Ach, die Kacke. Was ist da drauf gewesen? Da war doch was drauf. Hm? War da auch so Stoff drauf, oder? Sieht so aus. Wie geht die wieder zurück?
Ist ja nicht elektrisch, oder? Nee. Super, jetzt müssen wir den Stoff noch beziehen hier. Ja, willst du da wirklich was draufziehen? Ja, was willst du machen? Willst du lassen, Nico? Nein, weil halt die sehr das gut. Das kann man machen. Ich habe keinen Bock mehr, alles neu zu kaufen oder irgendwo zu kaufen oder irgendwas zu kaufen. Was braucht? Kann man da nicht. Kriegen wir das nicht irgendwie? Die ist elektrisch. Ja. Oh. Ja, also dann tun wir das mal auf Seite, was wir noch brauchen. Eieiei. Vielleicht neu. Nee, das ist, warte mal, das ist doch nur der Rost, wo am Magnet hängt, ja, oder? Ja, das ist nur der Dings vom... Wie viel, Alter? Wo waren die? Auf der Heckablage? Heckablage, und da unten drunter war er ja gammelig. Die komplette Rückbank. Und der Rückbank, die sind eigentlich relativ gut. Ja. Blinker brauchen wir jetzt mal nicht. Ah, das ist die Führung vom Heckrollo. Aha. Ja, da sind eigentlich nur die Sitze drin und so. Ja. Armlehne vorne, Armlehne. Scheinwerfer, ja. Scheinwerfer, Blinker. Der Scheinwerfer und Rückleuchten haben wir ja neue besorgt. Rot? Nee, Ding. Türkis waren doch. Wie gesehen und LED-System. Oh, das ist gut. Mit Nachtsichtkamera inklusive. Sind es alle Teile gewesen? Ja. Wo sind die ganzen Dichtungen hin? Die sind im Auto. Die sind drin. Das Heckklappe. Oh, Wechsler! Also, dann holen wir mal die aus dem Auto raus, gucken wir uns die Dichtungen an. Der Stand von Auto quasi, wenn das so vom Lackieren kommt und innen drin noch so alles so richtig grob aussieht, das fand ich ganz schlimm beim Porsche damals. Also generell, wenn so... Ah, nur bei deinem Auto? Na ja, da konnte ich es halt mehr fühlen. Achso, da war es dein... Ja, Alter! Ich verstehe schon. Ich wollte damit egal, sagen, was du sagst, merkst du es? Ich wollte damit sagen, ich kann das nachvollziehen, wie du dich jetzt quasi fühlst. Ach, jetzt habe ich ja, das wollte ich ja damit sagen. Okay. Aber dein Porsche war nicht so. Der war schlimmer. Nee. Doch. Nein. Deine Teile waren alle in Ordnung, dass du sie wieder zusammenpacken konntest. Ich hab doch voll viel neu gekauft. Dann. Verkleidungen, das, jenes. War für den Arsch. Ich habe öfter wie sowas jetzt. Das ist der Fensterheber. War der am Arsch? Der rechte, ja. Der linke ist noch drin. Wir können mal gucken, was für ein Motor, dass wir nur den Motor tauschen. Ja. Weil der ist fest. Also da ist auch Buschwachse hier. Wenn man da direkt Strom drauf gibt, hat er nichts gemacht. Ja. Vielleicht können wir den Motor reparieren, statt neu zu kaufen, das ganze System. Ja, ich glaube, wenn du das neu kaufen willst. Oder gebraucht. 750 Euro. Was, wo kommt das her? Hm? Das sind die Zierleisten von der Sakkobretter, ja. Von der Tür. Mhm. Ja, aber das. Wir haben es ja direkt dran gehoben. Das kann er dann. Und die unten, auch unten ist ja breiter, länger. Guck mal. Aber das wollte ich nämlich gerade sagen. Ist länger? Pass auf, bleib mal ein bisschen zu. Hebt man da nur an. Ah, ja, okay. Kommt hin, ja. Ein Stück für R, das passt. Ja. Warum hat er die nicht lackiert? Weiß nicht. Weiß nicht, Kumpel. Aber die können wir dann eluxieren, dann wenn wir sie alle. Gucken wir mal, ob da wirklich Teile fehlen. So, jetzt. Wir tun mal ein paar Sachen raus und dann gehen wir da einfach mal durch, oder? Also, es ist ein Scheiß. Wirklich ein Scheiß. Weil allein das hier, das muss ich ja gleich im Prinzip kombinieren, gleich mit den Chromleisten. Ja. Und jetzt machen wir es so, wir versuchen jetzt mal nur die eine rechte Seite zu machen. Vorne brauchen wir gar nichts machen, weil wir ihn ja eben falschen, oder beziehungsweise der Grill war ja kaputt, was wir blöderweise entlacken lassen haben. Auch die Leiste hinten haben wir vergessen, die Chromleiste zu entlacken. Dann haben wir die Leisten hier vergessen zu entlacken. Die werden jetzt alle, die bringen wir zu Alex entlacken. War es Kunststoff oder war es Blech? Blech. Dann kann man ihn auch gleich eluxieren lassen alles. Ja. Und dann machen wir so, dass wir einfach mal die rechte Seite komplettieren. Und dann sehen wir ja, was fehlt uns, was brauchen wir. Und dann bestellen wir gegebenenfalls Teile. Aber das wird ein Scheißgeschäft, das schwöre ich. Das, ja. Auch mit Himmel und so, ne? Scheiße, dass hier Gummi drin ist, gell? Sonst könnt ihr das auch gleich neu verzinken. Das Lager hier innen drin, meinst du? Obwohl, wenn ich das wegschraube, kann sein, dass man das Lager so rausschieben kann zu der Seite. Weißt du, diese Führung? Dann machen wir mal raus, dann gucken wir es an. Ich glaube, das machen wir im nächsten Teil. Dass wir mal alles zusammen mal checken. Und dann bestellen wir auch die Teile, dann können wir es auch relativ schnell kombinieren. Die Haube hat er noch nicht bekommen. Was haben wir gesagt? Warte mal, ich zeige nochmal. Was trotzdem noch zum Lackierer gehen muss. Wir haben ja diesen Grill entlacken lassen. War ja genauso ein Chromgrill wie hier.
Blöderweise haben wir den kaputten Grill abgegeben. Dann hat der Jasin gesagt, der ist kaputt, den lackieren wir. Jetzt müssen wir den hier zerlegen, weil den habe ich als Ersatz gekauft gehabt. Das heißt, die zwei Teile müssen wieder entlackt werden. Den Grill innen drin müssen wir dann lackieren. Und wenn er entlackt ist, komplett alles, was chrom ist jetzt, dann sieht es so aus und dann können wir es hinterher schwarzglanz, oder? Ja. Oder matt den Rahmen. Und das hier Glanz. Nee, andersrum ist besser. Hier matt, gell? Ja, ja. Und das hier in Schwarzglanz? Ja. Wirkt edler? Ja. Oder soll man Sternchrom lassen? Der. Oder so eine Rauchschicht. Oder das hier, guck mal. Das mit dem hier chrom lassen. Ja, was ist, wenn du es wie bei den neuen Mercedes machst? Die haben das immer in Rauch. Rauch? Ja, also quasi mit dunklem Klarlack. Chrom und dann dunkler Klarlack. Was hältst du davon, wenn wir hier den Stern, das Teil hier, komplett in Chrom lassen und den Rand in Schwarz Glanz? Nur das Teil hier. In Chrom. Das ist schon ein Blickfang. Ja. Boah, dann hast du halt drauf machen, schwarz. Oder komplett schwarz und fertig. Das werden wir mal diskutieren. Am Schluss wird es eh wieder alles, wie wir dachten. So, und dann, wo sind die Chromteile jetzt hin? Was ist das hier? Da muss man doch gar nichts machen. Das sind doch keine sichtbaren Teile. Michel? Ich weiß nicht inwiefern, weil die sind ja nicht umsonst verchromt gewesen. Ja, da aber... aber sieht man einen Teil von den Sachen. Was willst du denn davon sehen? Maximal die Fläche hier. Ich glaube, ich weiß, wo das hingehört. Und das ist die Blende vom Kofferraum. Ja, aber da muss man das auch nicht alles rausholen. Und dann nur mal so Folie drüber. Alter Falter. Die Dinger muss man auch rausholen, ja, guck mal. Die machst du ja von innen dann fest. Mhm. Und kommen hier die Schrauben rein. Das heißt, man muss hier die ganzen Teile rausholen. Von irgendeiner Seite. Und dann wundert man sich, warum so eine Oldtimer-Restauration so viel Geld kostet, ne? Jetzt man überleg mal, da schon 30 Teile mit Dichtungen und... Und dann halt eluxieren, neu machen, neu verchromen, das wieder montieren. Ey, müsst ihr hier aufmachen oder irgendwie? Hm. Da gibt es irgendwo eine Öffnung, wo man sie rausziehen kann. Hier, in die Mitte. Zack. Aha. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht so. Ja, das kriegen rein. Wir schon hin. Jetzt irgendwie kriegen wir es raus. Aber die muss man vorher rausmachen. Dann machen wir sie sauber, dann machen wir die wieder rein. Also gut, die gehen zum Alex. Jetzt ist die Frage, sollen wir gleich ein paar Schrauben mit abgeben, wo wir zum Zusammenbauen brauchen? Bei dem, ja. Eigentlich ist er untenrum ist er fertig, der SEC. Achsen, das, jenes, außer die paar Schläuche, die noch nicht dicht sind. Wir sehen uns beim Zusammenbau vom SEC wieder. Wir sehen uns bei allem, was wir heute gemacht das haben. Das sowieso, aber da das Thema SEC, weil da schalten die Leute nur beim SEC ein. Hm. Ach, das ist ja wieder ein anderer. Ach so, nee, sorry, ich habe. Wir filmen hier gerade 70 Videos. Nein, wir filmen keine 70 Videos. Wir, zwei eigentlich nur. Was ja, passiert gerade halt. So, ja. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.